Moin, moin, Freunde! Hallo und herzlich willkommen nicht bei den Scooterhelden in Berlin, sondern bei mir zu Hause. Ja, unsere E-Bike-Wochen sind richtig gut eingeschlagen und keine Angst, es kommen noch ein paar E-Bike-Videos. In der Zwischenzeit möchte ich euch aber ein bisschen E-Bike-Zubehör vorstellen. Ich wurde also angeschrieben, ob ich nicht mal ein bisschen Werbung machen möchte für ein paar bezahlbare Kleinigkeiten, die euch beim E-Bike-Fahren vielleicht helfen können. Ich darf aber trotzdem ordentlich vom Pfeffer lassen. Wenn mir also irgendwas nicht gefällt, dann wird es natürlich auch ausgesprochen. Das ist ja also keine reine Werbeveranstaltung. Nichtsdestotrotz deklariere ich das Ganze hier mal als Werbung. Und wir gucken mal rein, was uns Amazon so geschickt hat und was das Ganze kostet, wie die Qualität ist und ob es euch wirklich hilft, mit eurem E-Bike ein bisschen sicherer unterwegs zu sein. Jo, dann fangen wir doch mal an mit dem ersten Amazon-Paket hier. Was erwartet uns? Und das sieht aus wie ein paar E-Bike-Handschuhe. Genau. Preis habe ich mir schon aufgeschrieben. Ich weiß ja in etwa, was uns hier erwartet. Zwischen 15,99 € und 16,99 € in der Größe XL und L. Schwarz und Blau. So, ich packe das mal hier hin einmal. Und dann packe ich das einmal hier hin. Dann gucken wir uns mal ganz kurz die Handschuhe an. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich eher der Kandidat bin für die XL, definitiv. Das weiß ich jetzt schon, ja. So, der Handschuh an sich, schaut euch das mal an. Ja, da gucken die Fingerchen oben raus, eigentlich perfekt zum E-Biken, ne? Was ich aber gut finde ist, also von der Qualität her finde ich es jetzt gar nicht so schlecht, 15,99 € bis 16,99 €. Wir haben hier mehrere Materialien eingearbeitet, von der Struktur her, dass wir das hier oben nochmal so ein bisschen mit dem Netz haben, dass man auch die Belüftung hat. Dann hier natürlich der Klettverschluss zum Öffnen und Verriegeln. Die Nähte sehen echt sauber aus, da kann man gar nichts so sagen. Innen drin auch nochmal belüftet und dann natürlich hier schön mit Krokodilmuster, damit ihr nicht vom Lenker abrutscht. Okay, sieht erstmal gar nicht so schlecht aus, probiere ich gleich mal an. Jetzt bin ich aber auch nicht der klassische E-Bike-Fahrer, dass ich das Hardcore-mäßig wahrscheinlich auch testen, ausprobieren und fahren würde. Aber zumindest, ja, das klebt ja ordentlich, ne? Also die XL wäre jetzt tatsächlich für meine Größe genau richtig. Bei der L würde ich jetzt schon sagen, ah nee, das ist zu eng. Das ist definitiv zu eng. Okay. Sieht aber nicht schlecht aus. Wir haben aber noch mehr. Also zumindest diese Handschuhe hier machen schon mal einen guten Eindruck. Vielleicht probiere ich das in einem meiner nächsten Videos mal aus. Komm, weiter geht's. Wir haben noch ein paar Produkte. Da geht noch was, da geht noch was. Und es geht weiter mit dem nächsten Paar Handschuhe. Ja, war ja klar, oder? Nur da gucken die Fingerchen nicht raus. Preis von diesen Handschuhen hier 17,99 € bis 19,99 €. Ebenfalls wieder in der Größe L oder XL. Ich schätze mal, das ist die XL, ne? Ja, genau. Ah, das finde ich ja wieder von der Farbe ganz cool, ne? Okay. Ja, bist du jetzt natürlich der klassische Mountainbiker, dann holst du dir vielleicht auch mal so einen kompletten Handschuh hier. Also ich muss schon mal sagen, ich finde das ja extrem cool. Also ihr könnt das jetzt nicht anfassen, aber es klebt extrem, ja, wenn man sich das hier mal anguckt. Ich weiß nicht, was sie da verwendet haben, ob das so eine Art Silikon ist oder ähnliches, aber es fühlt sich extrem gut an. Hier auch nochmal in diesem klassischen Bauarbeitergelb. Ja, die Verarbeitungsqualität, die ist auch richtig gut. Auch wieder hier mit Klettverschluss und allem. Ja, Unterschied ist jetzt natürlich der, warte mal, ich nehme mal den hier, dass jetzt hier alles geschlossen ist, die Fingerchen gucken nicht raus. So, und wenn die Fingerchen nicht rausgucken, ist ja immer die Frage, kann ich mein Handy noch bedienen? Und zumindest sieht es hier am Zeigefinger so aus, als hätte man da eine Fläche gemacht, dass du da noch vernünftig dein Telefon bedienen kannst, wenn du da so ein Touchscreen hast, ne? Also XL finde ich schon mal recht angenehm. Und auf der Seite die L. Ja, warte mal. Ja, das wäre mir schon wieder fast zu eng. Also ich wäre dann auch eher der XL-Fahrer. 17,99 € bis 19,99 €, abhängig von der Farbe wahrscheinlich auch wieder. Und was wieder richtig krass ist, also du klebst richtig, ey. Das ist ja wie Spider-Man, wenn du hier die Decke hochklettern möchtest. Nicht schlecht. Okay, mal gucken, was wir noch zugeschickt bekommen haben. Jo, jetzt wird es interessant, ne? Hier sind auf jeden Fall drei Pakete drin. Wir fangen mal, würde ich vorschlagen, mit diesem unscheinbaren Paket an. Ja, was erwartet uns jetzt hier drin? Also von außen kann ich kaum was ablesen. Bicycle Pedals. Ah, okay, Pedale. Alles klar, habe ich mal aufgeschrieben. 16,99 € kosten die jetzt hier. Gibt es wohl auch in verschiedenen Farben. Ihr könnt schon mal reingucken. Auf jeden Fall gut beschriftet mit links und rechts, sodass man da nichts falsch machen kann. Von der Firma Bziu. Ja, genau. Bziu. Ich kann das gar nicht aussprechen.
Okay. Also das sind jetzt klassische MTB-Pedale, kugelgelagert, aus einer Aluminiumlegierung. Was hier auch sehr schön zu erkennen ist, sind die Noppen hier oben, ne? Dass man eben nicht abrutscht. Der Preis für diese Pedale 16,99 €. 9,16 Zoll Gewinde, also klassisch, kannst du eigentlich an jedes Bike ranklatschen und fertig, ne? Hier vorne auch alles zugemacht, sodass da auch kein Dreck reinkommt. Gerade wenn du dann im Gelände unterwegs bist. Also das sieht ganz cool aus. Kommt, wir bauen das mal ganz kurz an und schauen mal, wie das aussieht am Bike. So, dann schauen wir doch mal, wie leicht sich das Ganze hier mit der Montage gestaltet. Also ihr müsst natürlich nur darauf achten, rechte Seite, linke Seite. Die eine Seite dreht auch nach rechts, die andere Seite dreht nach links, um das Ganze dann auch festzustellen. Die Pedale sehen auf jeden Fall sehr stylisch aus. Im Unterschied zu herkömmlichen Pedalen. Drehen gut. Hier, wie gesagt, nochmal mit diesen Noppen, sodass man da nicht abrutscht. Ja, macht erstmal einen guten Eindruck. Probieren wir in einem der nächsten Videos auf jeden Fall aus. So, weiter geht's jetzt. Weiter geht's. Was haben wir noch zugeschickt bekommen? Schaut mal hier, diese tolle Box von der Firma Kemimoto. So, ich mache mal ein bisschen Platz, damit ihr seht, was hier drin ist, und zwar eine Brille. Okay, alles klar. Zu der Brille gibt es auf jeden Fall ein Tuch, ein Säckchen, dann, dass euch die Brille nicht von der Nase rutscht, und die Brille an sich mit verschiedenen Gläsern. Ja, Gläser aus Polycarbonat, da passiert dann also nichts, da könntest du jetzt auch einen Hammer nehmen. Ja, Kratzfest UV-Schutz 400. Preis 19,99 €. Sehr leicht, ja, ist ja aus Kunststoff, und die Gläser könnt ihr hier einfach rausdrücken. So. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich finde, dass die Verarbeitung ruhig ein bisschen geiler sein könnte. Aber gut, letztlich soll es ja auch nur fürs E-Biken sein. Es darf auch nicht zu viel kosten. Oh, und man hat hier drin dann auch nochmal ja, so einen Polsterschutz drin, damit es wahrscheinlich nicht wehtut, wenn ihr euch die aufsetzt. Ich setze mal auf, sehen tue ich gar nichts, weil natürlich, wenn du die Gläser rausdrückst, ständig deine Fingerchen auf dem Glas hast. Aber gut, muss man dann eben sauber machen. Dafür hat man ja dieses tolle Brillentuch. Ja. Okay, 19,99 €. Muss jeder für euch entscheiden, ob das Sinn macht, ja oder nein. Ich werde es bei meinem nächsten Video einfach mal ausprobieren und werde mal mit Handschuhen und Brille fahren. Na, mal gucken, wie ihr das findet und wie ich das finde. Okay, weiter geht's. Wir kommen zur letzten, größten und schwersten Box. Und das, was hier draufsteht, bedeutet, hier sind Spiegel drin. Spiegel für euer E-Bike. Also, schauen wir mal gemeinsam rein. Spiegel, also ich bin ja noch nie mit einem Spiegel am E-Bike gefahren. Ich sehe es aber immer wieder auch in der City und es macht wahrscheinlich auch Sinn, das Ganze zu machen. Okay, hier ist schon mal die Halterung für den Lenker, geeignet für 21 bis 26 mm Durchmesser. Und hier haben wir einen der zwei Spiegel von der Firma Hafni. Okay, Preis 37,99 €. Das Ganze aus Kunststoff gefertigt, hier oben mit einem Gelenk. Sieht erstmal ziemlich stylisch aus, erinnert mich so ein bisschen an mein Motorrad. Das ist ja auch so ein bisschen custom-mäßig. Da könnte dieser Spiegel auch gut aussehen, ja. Sicht nach hinten, interessant, schön langgezogen, ja. Ihr könnt mal sehen, was hier hinten noch alles stattfindet. Cool. Ja, und das Ganze dann in Kombination mit der Halterung. Ja, das haut ihr euch dann einfach an euren Lenker ran, ne? Ich packe das mal aus. Okay, das schon deutlich schwerer, aus Aluminium gefertigt. Vernünftige Schraube mit dabei. Ich würde sagen, wir bauen das einfach mal an und gucken mal, wie das am E-Bike aussieht. Zwei Stück haben wir davon. So, also die Montage von dem Spiegel geht echt wahnsinnig schnell. Ja, und dann hast du das Teil auch schon dran. Muss man echt mal in der Praxis ausprobieren, wie sich das nachher macht. Und vor allem, ob das hier mit dem Gelenk auch alles so stabil ist. Aber du kannst das ja hier auch noch fixieren. Bupp, und dann bewegt sich da auch nichts mehr. Also das finde ich cool, das werde ich auf jeden Fall bei meinem nächsten E-Bike-Video verwenden. Ja, super. Weiter geht's. Ja, Freunde, das war's jetzt mit unserem E-Bike-Zubehör-Spezial. Alle diese Artikel bekommt ihr unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hierbei handelt es sich ja um eine reine Werbeveranstaltung. Ich habe die Produkte also kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Und muss auch sagen, dass ich sehr gespannt bin, wie sich jetzt hier zum Beispiel die Handschuhe, die Rückspiegel oder auch die Pedalerie macht. Die Brille werde ich ausprobieren, muss aber sagen, ich finde, die hätte man auch ein bisschen besser verarbeiten können. Hier und da hast du noch so ein paar scharfe Kanten. Und auch das Raufgetatsche ständig, wenn du da diese Gläser rein und rausflutscht, ist nicht ganz so meins. Ja? Ihr macht jetzt aber bitte nur noch eins, klicken, liken, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Es kommen noch ein paar E-Bike-Videos. Ja, die sind alle schon im Anschlag. Also bleibt dran, bleibt mir treu und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.